Also brauchen wir entweder oben am Ende eine Steckdose oder unten eine Steckdose. So, ich habe immer wieder Anfragen von Kunden wegen der Stromversorgung für den Lift. Also der Lift selbst fährt mit Akkus. Und da haben wir die Akkus von der Firma CTM im Programm. Da habe ich hier oben mal ein Video mit verlinkt, wo wir die Akkus kaufen und so weiter. Da könnt ihr ja mal gucken. So, damit die Akkus immer geladen werden, muss der entweder ganz oben oder ganz unten auf der Ladestation stehen. Das sind hier unten, warte mal, wir gucken mal da, sehen wir das besser. Das ist die Ladestation, da fährt der Lift so mit seinen Ladestiften drauf und dann werden die Akkus automatisch geladen. Damit die unter Strom stehen, wird immer ein Netzteil an die Lifter angeschlossen. Also brauchen wir entweder oben am Ende eine Steckdose oder unten eine Steckdose. Hier bei dem Lift haben wir das mal so gemacht. Da haben wir hier unter unserem Podest eine Steckdose. Was wir ab und zu auch schon mal machen, dass wenn das darunter der Keller ist, dass wir dann unten in den Stufen ein kleines Loch einbauen und mit dem Kabel in den Keller reingehen und das Netzteil in den Keller installieren können. Aber sonst wäre schön, wenn wir auf der Seite, wo der Lift installiert wird, oben im Bereich oder unten im Bereich eine Steckdose haben. Wenn jetzt keine Steckdose bei euch da oben in der Ecke vorhanden ist, bevor ihr da eine Steckdose vom Elektriker hinsetzen lasst, wartet ab, bis wir den Lift installiert haben. Wir haben immer wieder das Problem, dass wir da hinkommen und dann ist eine Aufputzsteckdose irgendwo ganz ungünstig an der Wand installiert worden, die dann, ich sag mal, hier in dem Bereich irgendwo sitzt. Wenn ich da 5-6 cm Aufputzsteckdose habe, muss ich mit meinem Lift da vorbei. Das heißt, ich muss diese 5-6 cm, wenn ich Pech habe, weiter nach innen reinspringen. Also, wenn keine Steckdose vorhanden ist, arbeiten wir an dem Tag der Installation lieber mit dem Verlängerungskabel und dann sagen wir euch, wo ihr später eine Steckdose hinsetzt. Das ist besser, bevor dann ein Elektriker kommt, die Steckdose falsch setzt und dann wir die Probleme haben. Bei den Liften, die mit einer Klappschiene sind, das sind diese Modelle hier, da brauchen wir, damit die Klappschiene vernünftig hoch und runter geht, diese Steuerbox. Die ist etwa so groß wie ein Schuhkarton. Die muss irgendwo auch auf der Treppe oder im Keller installiert werden. Wenn wir die im Keller machen, dann machen wir das auch wie hier bei dem Lift. Dann machen wir das so, dass wir dann schon mal ein Loch in eine Kellertreppe hier vorne reinbauen und dann mit der Steuerbox unten am Keller die irgendwo hinschrauben und da auch mit Strom versorgen. Oder was wir auch mal machen, ist in der Kurve dann, wenn jetzt die Kurve hier so läuft, dass man dann die Steuerbox in der Kurve so installiert, dass er da nicht im Weg ist. Wie gesagt, auch die Steuerbox muss mit 220 Volt versorgt werden. Dementsprechend brauchen wir dann natürlich auch wieder irgendwo oben oder unten einen Stromanschluss.